Und jetzt das Spiel. Juventus gegen Real Madrid. Herzlich willkommen, ich bin Wolf Fuß. Ebenfalls anwesend ist Hansi Küpper. Die UEFA Champions League-Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Das Spiel ist angepfiffen. Juventus gegen Real Madrid. Vucinic hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Bonucci mit dem guten Auge, da geht er dazwischen. Das Ding vor. Wer kriegt denn den Ball? Und jetzt Benzema. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Ob er da hinten zieht? Mit der Stirn. Oh, der ging an den Pfosten. Tor! Tor für Real Madrid. Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. So ein Fehler darf den Torwart nicht unterlaufen. Und er selbst weiß das am allerbesten. Und damit steht's 1-0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Nee, der Ball ist weg. Nee, da kommt er nicht durch. Ardelo. Spielt das Ding lang. Der Ball kommt durch. Pirlo. Vidal. Es sieht gut aus. Bale. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Das kann interessant werden. Marcelo. Schwacher Ball. Leicht abgefangen. Gut abgefangen. Pepe. Sergio Ramos. Khedira. Bale. Nee, das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Torwart ist da. Pepe. Ein langer Ball nach vorn.
Arbeloa. Gut gemacht, gut abgefangen. Pirlo. Und jetzt Vucinic. Das war's. Halbzeit. Die Mannschaft hat nicht ansatzweise das gezeigt, was sie kann. Sie müssen nun einfacher spielen und ihr Herz einfach in die Hand. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Und jetzt Vucinic. Der letzte Ball kommt nicht an. Marcelo. Kickt die Kugel nach vorne. Da treibt er den Ball weit vor. Vucinic. Jetzt vielleicht die Chance. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Und jetzt Vidal. Benzema. Bale. Schon läuft der Gegenangriff. Starker Hund. Der kommt richtig lang. Marco Asamo holt ihn sich im Handumdrehen zurück. Er zieht aufs Tor. Schlichtweg nicht platziert genug. Das war definitiv für den Schlussmann eine der allerleichtesten Übungen. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Versucht die Gasse zu finden. Gefahr fürs Tor. Und jetzt Jovinko. Nee, so nicht. Und jetzt Vucinic. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Modric. Bonucci. Oh, der Gegner hat ihn. Bonucci. Und jetzt Vucinic. Da steht er an der Seitenlinie und wartet auf seinen Einsatz. Er wird wohl in Kürze ins Spiel kommen. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Und er zieht ab. Gut reagiert vom Tor. Und um die Ecke kümmert sich. Er schießt aufs Tor. Und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft. Aber so ist das nun mal. Vielleicht machen Sie ja im nächsten Spiel aus der einen oder anderen.